die ganze Zeit dabei redet und alles mögliche andere natürlich noch macht. Da kam der Restart. Gerade hatten wir ja kurz einen der Deutschen, der sich bewegt hat. Jetzt sind es alle fünf. Wir sind in der Knife Round. Tizian natürlich hier mit den schönsten Knives. Oder Deckern, wie auch immer. 5 gegen 5. Man will hier die CT-Seite, aber genau wie das 2 relativ ausgeglichen ist, sieht momentan sehr gut aus für Entex. Ja, sehr schön. Die sind da wirklich überzeugend gerade drüber gefahren. Dass 3 CDs, 3 Spieler in der Knife Round am Ende überleben, ist nicht so häufig. Natürlich, das Stay kam dann. Und damit sind wir auch live in der ersten Runde hier vom Mountain Dew, von der Mountain Dew League Season 23 Alternate Attacks gegen Epsilon. Alternate hier auf Cash auf der CT-Seite. Und wir sehen nicht Standard. Wir sehen Draken, der hat sich einfach mal dreist die Deagle gekauft. Barbar dann mit ein bisschen was zu werfen. Auf der anderen Seite haben wir auch 2 Spieler mit ein bisschen was zu werfen. Relativ wenig Kevlar insgesamt dabei. Wir sehen auch momentan keine B-Deckung. Tizian macht es sehr defensiv. Syrsen in der Mitte natürlich auch mega defensiv. Der muss da jetzt aufpassen. Draken kommt da jetzt erstmal. Jetzt ist bekannt, wo da einer ist. Und dann kommt es jetzt auch darüber. Oh, das ist ganz gefährlich. Aber Syrsen steht da noch ziemlich defensiv. Will jetzt hier durch. Aber da sind, werden natürlich auch Crispy und Kazuya. Trotzdem, das ist weggesmoked. Und es soll wohl Richtung B gehen. Syrsen wurde da in der Mitte einfach überlaufen. Und Tizian. Oh, die Bombe. Das ist die Bombe. Und Tizian kommt von der Seite. Oh mein Gott. Muss natürlich den holen. Schafft er nicht. Trotzdem, die Bombe ist down. Und das ist Worst-Case-Szenario. Man darf die Bombe halt nicht als letzten laufen lassen. Attex muss hier unbedingt Rest rausnehmen. Das haben sie jetzt auch geschafft. Und da braucht man gar nicht mehr so offensiv gehen. Aber Kazuya, der muss eigentlich, ja, er versucht natürlich da eine bessere Position einzunehmen. Und der umläuft sie gleich. Aber habe ich das richtig gesehen? Nee, die sind nicht, die haben es nicht mitgekriegt. Kazuya jetzt natürlich mit einer schönen Position. Und da geht es einfach durch. Und er könnte es jetzt. Er kann es machen, weil da ist sonst keiner. Aber er trifft nicht. Er trifft nicht. Oh mein Gott, Kazuya. Er hätte es machen können. Hätte es machen müssen in der Situation. Einfach einen bei Freddy ins Gesicht. Und dann ist es eine 1 gegen 1 Situation. Aber er schafft es nicht. Ärgerlich. Natürlich. War sehr schön gespielt von Epsilon insgesamt. Dass sie, ich meine, dass man als T dann in der ersten Runde hier drüber die Kontrolle über die Mitte kommt, ist Standard vor allem, weil normalerweise wirklich nur eine hier zählt. Dann hier die Smoke hin und dann einfach hier durch. Das war wirklich schön gemacht, vor allem, weil hier ja auch noch welche herkamen, beziehungsweise hier aus dem Schacht. Das war eine sehr schöne Runde, dass sie dann hier die Bombe verloren haben. Hätte die Runde für Alternate entscheiden können. Aber am Ende, naja, es ist halt eine Pistol Round, da kommt es nicht nur auf die Taktik an, sondern auch darauf, dass man die Kills macht. Und auch hier der Force Buy von Attex, war ja nicht mal ein richtiger Force Buy, hauptsächlich ein Pistol Buy, wird zusammengeschossen. Relativ uninteressant die Runde. Aber Crispy, zumindest mit einem schönen Headshot schon mal. Und dann ist es Draken direkt mit dem Refag. Wieso nicht? Erfolgreiche Runde für Epsilon. Attex hat ein bisschen Geld drin gelassen, was jetzt auch in der Runde dann wieder ausgegeben wird. Das verstehe ich dann immer nicht. Wenn man das Geld doch in der zweiten Runde dann saved, wieso gibt man es dann jetzt in der Runde aus? Nur für ein paar Pistols. Da ist es besser, eine Runde komplett runter zu kaufen, weil du mit Pistol Kevlar eine höhere Chance hast, eine Runde zu holen, als mit zweimal nur Pistol. Das muss man ganz klar sagen. Das ist, naja, ne, das verstehe ich nicht so ganz. Aber gut, vielleicht, ja, schön. Für sowas sind die Pistols dann natürlich gut. Aber dafür ist der A-Spot jetzt im Grunde offen. Jetzt kommt es darauf an, wer kann hier die Kills machen. Und die AEs, die da kommen, können natürlich dann tödlich sein. Barbar mit einem, aber wird auch gereflect. Immer noch ein Mann Vorteil. Und da ist es dann im Grunde passiert. Ja, das ist es jetzt. Es ist noch Tizian. Es fing ganz gut an, die Runde. Aber am Ende 3 Ts gegen Tizian. Er hat da noch was gesehen, wird dann durch das Smoke geholt. Und naja, so, das sind halt dann diese Runden. Ne? Wenn du keinen Kevlar hast, dann musst du, so wie wir das gerade gesehen haben, in der Mitte entweder zu mehreren instant die Shots setzen, instant die Headshots setzen, generell, vor allem mit den Deagles.
Ja, oder du stehst halt wirklich schlecht da. Das muss man ganz klar sagen. Trotzdem, ersten drei Runden sind vorbei. Jetzt geht's hier in die nächste Runde. Und naja, jetzt fehlt halt ein bisschen was zu werfen bei Alternate Attacks, beziehungsweise auch ein Kit vor allem. Ihr habt gerade schon gesehen, wie in der Mitte ausgenutzt wurde, dass man da jetzt einfach alleine hochspringen kann auf Rot. Drakenbau mit dem ersten Kill direkt Sursonn rausgenommen. Keef auch an der AWP, der könnte es natürlich, ja, da haben wir es nochmal gesehen, Disco-Doppler einfach alleine, wieso nicht? Alleine sind wir stark, er kommt da auch alleine drauf. Das ist halt momentan das Problem vom Update. Wir sehen gerade, wie sich Attacks Richtung A-Spot aufstellt. Wir haben nur noch Keef mit der AWP auf dem B-Spot, das könnte funktionieren. Jetzt kommt hier auch nochmal ein bisschen... Ja, gut. Aber schöner Headshot. Oh, und dann auch richtig gut zurück. Stark gemacht, aber dann Kazuya wollte ein bisschen zu viel. Tizian kann zwar refracken, aber dieses Refract, das reicht momentan nicht. Crispy kann es jetzt ausgleichen, zieht sich dann auch zurück. Und das war ganz, ganz wichtig. Trotzdem jetzt immer gefährlich, weil die Mitte ist eingenommen. Disco Doppler macht sich da gerade auf den Weg. Auch Drakenbow ist jetzt gesehen, er hat verschossen. Trotzdem, es ist bekannt, dass da jetzt einer oder vielleicht sogar zwei Spieler auf dem Spot sind. Das ist die Frage natürlich auch. Wir sehen, oh mein Gott, guckt euch das an. Doppler könnte es jetzt entscheiden. Holt einen, holt den zweiten. Es ist nur Keef, 1 gegen 3. Und eigentlich kann er da jetzt die AWP saven. Ja, vielleicht gut. Vielleicht versuchen jetzt instant einen Kill zu kriegen. Aber keine Chance, er war da weggesmoked. Muss sich jetzt zurückziehen. Okay, und ich glaube, da ist... Ja, zack, da ist der Monster Cat Stream wieder angegangen. Entschuldige ich mich natürlich vorher. Das passiert halt manchmal, ne? Dann hat Twitch im Grunde Connection verloren, sucht neue Connection und dadurch geht er dann wieder an. Und so kann es dann manchmal passieren. Gut, es war ja zum Glück nicht in einer wichtigen Runde insgesamt. War dann interessant, dass auf jeden Fall mal kurzzeitig die Musik reinkam. Keef kann seine AWP durchbringen, was aber nichts wirklich daran ändert, dass hier Attacks in die Full Eco muss, beziehungsweise sie können ein paar Pistols, vielleicht sogar ein Kevlar dazu kaufen, je nachdem. Sie dürfen nicht zu weit runterkaufen, aber sie sind mit dieser Runde auf jeden Fall im vollen Loser-Bonus. Ja, zur Sicherheit immer zusätzlich muten. Natürlich mache ich für viele Sachen natürlich auch, aber da denkt man auch nicht immer mega dran, dass man dann auch den Tab komplett mutet. Naja, wir sehen hauptsächlich, oh, Sursonn mit dem ersten Fracter, da hat man gegengeboostet, das hat funktioniert. Gleichzeitig ist aber jetzt auch der B-Spot sehr, sehr wenig bedeckt. Nur Crispy hier, der gucken muss, ob er da einen Kill kriegt. Und er kriegt einen, aber dann, das war's auch. Trotzdem, Schaden wurde angerichtet. Aber jetzt kann auch die Bombe gelegt werden und es ist kein Kit da. Aber da fahren sie einfach drüber. Sursonn mit dem zweiten Kill. Es sind nur noch Drakenbau mit der AWP und Onspot Baba. Der hat aber die richtige Waffe dafür. Gegen drei CTs jetzt. Trotzdem, Drakenbau steht da insgesamt nicht so gut. Ja, aber Baba, der macht es jetzt erstmal gegen einen. Und guckt der. Oh! Ah, Keef hat nicht getroffen mit der AWP. Hat es verschossen. Und dann war es im Grunde zu Ende. Drakenbau holt sich den letzten CT auch noch. Es fing. Also wieder insgesamt eine enge Runde, die am Ende dann doch zu Epsilons Gunsten ausgeht, die hier schon 5 Runden am Stück sich geholt haben. Voller Loser-Bonus natürlich jetzt bei Alternate Attacks, haben auch viel drin gelassen gehabt. Vorher deswegen hier wirklich ein schöner Ball. Diesmal hat man ganze 4 Kits. AWP natürlich auch wieder bei Keef. Was auch sonst. Der konnte ja gerade fast alles an Geld drin lassen. Und jetzt kommt es hier auch drauf an. Keef macht genau das, was er gerade versucht hat. Geht hier hoch, sieht einen. Oh, jetzt nur nicht zu viel. Aber er kriegt noch einen. Sie haben gedacht, er ist schon durch. Und den dritten verschießt er dann. Das war dann halt vielleicht doch etwas zu viel am Ende. Trotzdem, es ist bekannt, dass da 2 Spieler noch mindestens sind. Einer in der Tür, einer Inner Main. Nochmal eine schöne HE dagegen. Zumindest 2 Spieler von Epsilon jetzt auch mit ein bisschen Schaden drecken. Kann natürlich sein.
Ich bin natürlich kein Schwede, der dir jetzt sagen kann, wie das in seiner Muttersprache ausgesprochen wird, weswegen ich es dann meistens eher so ein bisschen entweder in der deutschen oder natürlich in der englischen Sprachweise versuche auszusprechen. Und ich meine, wenn er das Wow gerade reingesetzt hat, dann, naja, wird es halt auch mal mitgesprochen. Wie gesagt, ihr habt es gerade gesehen, Crispy hat mega viel ausgeschlossen. Es ist bekannt, dass es jetzt im Grunde auf den A-Spot gehen muss. 30 Sekunden sind es noch, mindestens zwei sind auch bekannt hier. Da soll es jetzt auf den Spot drauf. Da oh, schöne Flash dagegen. Tizian und Kazuya können die Kills machen. Es ist dann nur noch Draken. Der wird auch von Thurston noch geholt. Schön gemacht. Keith, der Einzige, der hier seinem eigenen Mate nicht den Kill gönnen möchte. Keith, ja, hat es mit zwei schönen AWP-Shots am Ende durch die Aggression in der Main eröffnet und damit für sein Team die erste Runde im Grunde beschert. Die mussten es dann nur noch zusammen aufwischen und fertig machen. Naja, aber natürlich schöner Molotow. Erstmal Sirson auf den Hinterkopf geworfen. Nicht ideal, aber da wollte eh gerade keiner hoch, also nicht so wichtig. Oh, schön. Crispy schießt einfach durch, holt sich in instant den Herrn Drakenwo, wie auch immer. Ihr wisst, wen ich meine, glaube ich. Und wieder ein Mann, Vorteil von relativ früh der Runde für das deutsche Team. Die müssen es jetzt gut runterspielen. Dann könnte das mit dem Geld auch schon sehr knapp werden bei Epsilon. Und das wäre natürlich genau das, was ATEX hier gebrauchen könnte. Die Runden ein bisschen holen, eine einfache Runde zwischendurch auch mal zu haben. Aber noch ist die Suppe noch nicht gegessen. Ihr seht es gerade, Epsilon ziehen sich hier immer noch sehr in der Mitte zusammen, wollen es dann natürlich versuchen, aber Sürson hat hier eine sehr, sehr starke Position dagegen. Res macht hier immer wieder Stress, muss aber natürlich auch gegen Tizian da aufpassen. Es ist keine einfache Position. Hauptsächlich ist er aber natürlich momentan einfach nur noch da, um Stress zu machen. Oh, und Sürson den Kill hätte machen müssen gegen Baba. So ist es wieder ausgeglichen, auch wenn Baba wenig HP hat. Überlebt er noch? Trotzdem, 25 Sekunden sind es noch. Jetzt kommt es hier gleich auf Kazuya und Keith an. Denn es kann nur noch auf den A-Spot gehen. Da muss es gleich durch. Kommt hier die Splitsmog noch? Oh, das hätte der Double Kill werden können. Und so stirbt, da wird es gar keiner. Kazuya wird auch rausgenommen. Rest auch in die Runde. Auf einmal fällt es auseinander. Kein einziger Kill fällt mehr. Nur noch Crispy gegen 4. Ist jetzt auch bekannt, kriegt nochmal einen Headshot durch das Auto oder wie auch immer. Ja, und dann nimmt er besser die Beine in die Hand. Nee, anscheinend doch noch nicht. Ah, hofft, dass noch wer close kommt. Will noch einen Kill, kriegt er nicht. Da wäre er vielleicht doch besser weggelaufen und hätte seine Waffe versucht durchzubringen. Es fing gut an für Alternate Addicts und dann fiel alles ineinander. Und jetzt stehen sie richtig, richtig scheiße da. Sie haben eine Runde genau am Ende des Loser-Bonus im Grunde endlich geschafft, den Fluch, dem Lauf von Epsilon Einhalt zu gebieten, nur um dann trotz so schön angefangener Runde sofort wieder zu verlieren. Jetzt natürlich überhaupt kein Geld da, zumindest. Naja, zumindest die Doppel-Eco wird es hier höchstwahrscheinlich nicht, weil man aus der Runde viel mitnehmen konnte. Trotzdem, ideal ist was anderes. Und dass diese Runde an Epsilon geht, ich glaube, das bezweifelt man nicht unbedingt. Auch wenn natürlich diese Ekos, wir sehen es gerade hier, von Kazuya immer wieder gefährlich wurden. Und es sieht ganz so aus, als könnte Kazuya hier gerade im Komplett-Alleingang die Runde entscheiden. Vor allem, weil er da jetzt auch die Bombe hat. Seine Mates kommen jetzt schlussendlich zu Hilfe. Crispy, derjenige, der versucht, es noch ein bisschen rauszumachen. Keith hat die AWP in der Hand. Und das muss die Runde für Alternate werden. Und das ist so wichtig, dass sie es hier dann nochmal geschafft haben, in der Full-Eco-Runde. Kazuya im Grunde, seine Runde, dem müssen die Mates mal auf den Rücken klopfen dafür. Natürlich, gut, Disco Doppler lebt noch, der könnte es auch machen, vor allem, weil hier kein Alternate-Spieler Kevlar hat oder so. Aber wie ihr seht es, Alternate, die machen das auch richtig. Die wissen, sie haben die Bombe an einer richtig schlechten Position. Die bleiben einfach sehr nah beieinander.
Jeder setzt sich so ein bisschen in so eine Ecke. Aber Disco Doppler findet den ersten. Ja, will jetzt natürlich der auch durch. Trotzdem. Oh, ja. Aber ich hab's gesagt. Sie kommen dann halt von allen Seiten. Kazuya mit dem vierten Kill in der Runde. Definitiv seine Runde. Mega viel Geld rausgeholt. 3 Mann bei Attacks haben überlebt. Konnten die AWP und 2 AKs mitnehmen. Da haben sie sich eine richtige Bank aufgebaut und das könnte mega wichtig für die nächsten Runden werden. Epsilon kann hier nochmal kaufen, auch die AWP. Wieder eine Glas-AWP bei Drakenwolf. Draken haben wir ja gerade auf Overpass genauso gesehen. Disco Doppler hier nur mit der Scout, aber auch die kann natürlich, wenn sie in den Kopf gibt, sehr gefährlich werden. Keith wird aber als allererstes rausgenommen. Freddy mit dem Kill und naja, eigentlich Alternate muss Folgerunden holen. Fast schon zwingend. Weil, naja, wenn sie das nicht schaffen, hier jetzt die ganze Zeit 1 gegen 1 zu tauschen, die Runden, das ist einfach nicht ideal. Vor allem, die T-Seite braucht halt viel weniger Geld für so eine AK und Kevlar und vielleicht eine Flash und eine Smoke, als die CT-Seite, gerade wenn man AWP spielen möchte. Und man kann auch nicht immer davon ausgehen, dass dann halt auch die Force-Buys bzw. die Full-Ecos wirklich geholt werden, so wie das gerade der Fall war. Epsilon zieht sich jetzt Richtung B-Spot zusammen. Da haben wir, ihr seht es, Sursohn und Crispy. Crispy hat sich die AWP von Keith geschnappt bzw. die AWP von Draken. Drecklauringen, okay. Verschießt. Nicht ideal, hat sich da aber direkt auch noch eine AK hingelegt, aber er kann den Kill nicht setzen und das hätte es eigentlich sein müssen. Sursohn stirbt da auch. Crispy mit einem Kill, das ist zu wenig. Der Spot ist gefallen. Kazuya kommt jetzt erst dran. Tizian steht hier in der Ecke. Die Runde ist zu Ende. Es ist eine 4 gegen 2 Situation. Die Bombe ist gelegt, auch wenn beide Kevlar haben. Sie müssten ganz, ganz schnell jeder mindestens einen Kill machen, um hier was daraus machen zu können. Ah, Doppler versucht es mit der Scout im Jumpen. Aber, ja, ihr seht es, Kazuya zieht sich zurück, Tizian auch, die wollen es nicht mehr versuchen. Das ist die richtige Entscheidung, weil genau 2 Spieler von Alternate haben nicht das Geld, um kaufen zu können. Tizian, der würde es durchbringen und Sursohn könnte man legen. Das heißt, nächste Runde kann Alternate Addex dann nochmal kaufen. Trotzdem, Epsilon 7-2 führen sie jetzt, können wieder viel Geld aus der Runde mit rausnehmen, sich viel zurücklegen insgesamt. Und ja, wenn Attex es nicht direkt hier wieder zurückholen kann, dann ist es sofort eine Eco für Attex. Dann kann es hier gleich ganz schnell 9-2 stehen. Und naja, da nochmal zurückzukommen, das wird ganz, ganz schwer. Vor allem die 6 Runden sollte Attex eigentlich versuchen mitzunehmen. Das sagt man natürlich immer, aber das ist halt der Fall, ein 8-7 noch zu machen, die erste Hälfte zumindest zu gewinnen auf der favorisierten Seite. Das wäre ganz wichtig. Und naja, es ist wieder die AWP Keith. Natürlich, der hier den ersten Frag macht, wird dann aber von Disco Doppler direkt auch rausgenommen. 1 gegen 1 getauscht, am Ende quasi Refrag geholt, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Und das ist natürlich der Nachteil für die für die CD-Seite. Die Verteidigungslinie wird unterbrochen. Es muss geguckt werden, wie zieht man sich zusammen. Ihr seht es, es ist nur Crispy hier, beziehungsweise auf beiden Spots haben wir jeweils nur einen CT und Kazuya hat schon auch einiges abgekriegt. Mitte hauptsächlich, Sursohn wieder an seiner Position, da hatten wir ihn vorhin schon mal, da konnte er aber gar nichts mit rausholen. Naja, es soll wohl wieder Richtung B gehen. Zumindest Sursohn und Tizian könnten über den Schacht relativ schnell verschieben. Aber Crispy, der hier wartet, weiß natürlich noch nicht, dass da was kommt. Alles sehr leise bisher, jetzt gleich. Ihr seht es, Baba hatte Granate in der Hand. Jetzt wurde geflasht und gemollied, gesmoked, gemollied und Smokes kommen auch noch raus. Crispy für ihn, er muss jetzt überleben. Von hinten werden sie angegangen und das funktioniert. Tizian holt sich 2, Tizian holt sich 3. Richtig stark gemacht. Das hat Crispy, auch wenn er keinen Kill geholt hat, hat Crispy das sehr, sehr stark gemacht. Hat zuerst den Molotow geworfen. Das war sehr, sehr grenzwertig noch, weil er da sehr offensiv gegangen ist. Und auch gut und gerne einen Headshot hätte kassieren können. Aber auch die Smoke.
Hat halt gut funktioniert, weil sie dafür gesorgt hat, dass die T's da einfach nicht so durchpushen konnten, weil sie wussten, dass er mit der AK on spot steht. Ja, und das hat die Zeit gereicht, dass Tizian von der Seite kommen konnte und sie halt von oben im Grunde zerschossen hat. Und so Attex hier ganz wichtig wieder zurückgeholt und damit Epsilon in der Eco. Aber das ist eine Full-Deagle-Eco. Die hat gerade funktioniert. Trotzdem Refrag gegen Draken auch vorhanden. Dafür Mitte so ein bisschen gefallen. Susan muss da aufpassen, denn die Deagles auf die Entfernung, das könnte tödlich werden. Er trifft auch nicht unbedingt so wirklich, wird jetzt reingeflasht, kann den Kill holen. Auch Rest kann da nicht mehr ganz so. Ja, jetzt. Da kriegt er dann nochmal einen Headshot, kann Susan von Glück reden. Das ist nur durch die Wand war, da gibt es nicht so viel Schaden. Jetzt ist auch bekannt, dass alle da sind. Und Rez mit dem Headshot gegen Kazuya. Spot zumindest so ein bisschen offen. Tizian muss da jetzt aufpassen. Weiß, dass da einer oben auch sein könnte. Aber Freddy mit dem Kill. Refrag. Oh mein Gott. Und auf einmal ist es nur noch Crispy gegen zwei. Weiß, dass da hinten einer sein kann. Er ist gesprungen, falls er in der Ecke sitzt. Oh, und er verschießt sie. Jetzt ist bekannt. Von der Seite wird er natürlich angegangen. Und eigentlich müssen die beiden es jetzt nur zusammen ausspielen. Rez muss jetzt aufpassen. Oh, schöner Headshot. Das war ganz wichtig. Und jetzt einmal da durchschießen, bitte. Nein, er will die Waffe wechseln. Die Flash nochmal. 8 Schuss hat er. Und am Ende macht es Freddy. Ich glaube es nicht. Es wird direkt wieder zurückgeholt. Das darf doch nicht wahr sein. Es war eine Full-Eco. Hier, glaube ich, hat es Kazuya entschieden mit im Grunde den einzigen Frags, die er bisher gemacht hat. Da hat er 4 Frags in einer Runde gemacht. Ansonsten in den anderen 10 Runden hat er dann nur einen einzigen Frag gemacht. Das ist ein bisschen wenig. Trotzdem, die hat er super entschieden für Alternate und dieses Mal war es dann halt andersrum. Full Echo von Epsilon. Macht es hier, sorgt dafür, dass Epsilon auch die erste Halbzeit schon für sich entschieden hat auf der nicht favorisierten Seite, auch wenn es eine ausgeglichene Map insgesamt ist. Es sieht wirklich nicht gut aus für Alternate Addicts, die hier natürlich nochmal in den Buy, in den Force Buy, muss man sagen, gegangen sind. Eine Pistol Sursson mit der 5-7 ist auch schon angeschossen worden von Disco Dopplern. Ist also gerade noch weggekommen, ansonsten, naja, viel zu werfen ist nicht mehr vorhanden. Kein einziges Kit, da gab es auch einen Headshot durch die Wand, glaube ich, gegen Keith. Auch wenig HP auf der AWP und, naja, es sieht wirklich nicht so gut aus. Disco Doppler muss da aufpassen, weiß jetzt aber auch, dass da zwei Stück, dass da einer close war. Naja, Keith wartet hier immer noch auf Rez, der die ganze Zeit schon da in der Ecke spielt, in der Tür spielt und immer wieder das Feuer auf sich zieht und es ist hier wieder Crispy, natürlich, der aufpassen muss. Diesmal aber nicht ganz so viel zu werfen. Jetzt kommt seine Flash raus, das könnte es. Nein, das war es nicht. Noch eine Flash, muss natürlich immer aufpassen und diesmal hat es nicht gereicht. Kein Mate da, er wird von Freddy rausgenommen. Disco Doppler macht schlussendlich auch einen Kill. Freddy mit dem zweiten, die Runde ist gelaufen. 9 zu 3 ist jetzt hier die Devise. Nur noch Keith auf der AWP lebt, ist schon im Grunde in der City Base. Ja, da ist er aber natürlich auch so ein bisschen gefangen. Ihr seht es, da wird er schon umlaufen von Rez, der natürlich immer so ein bisschen den Solo-Gänger hier insgesamt macht. Es wird ein bisschen durchgeschossen. Natürlich, Epsilon ist ein bisschen vorsichtig insgesamt, bloß nicht Keith an der AWP noch irgendwo durchkommen lassen, aber jetzt muss auch bekannt sein, dass er da irgendwo noch in der T-Base sein muss. Jetzt hat man ihn auch gesehen und er kann keinen mehr mitnehmen. Epsilon macht es hier, das ist das 9 zu 3 und es ist die Full-Eco für Alternate Attacks. Zweistellig ist also im Grunde schon vorprogrammiert für Epsilon, denn ich glaube momentan nicht, dass Attacks das nochmal in der Full-Eco schaffen könnte, hier so eine Runde zu holen. Und es ist doch nicht die Full-Eco, sie kaufen, sie entscheiden sich, das Ganze runter zu forcen. Ja gut, werden wir gleich sehen, was dabei rauskommt. Die beste Waffe, die sie momentan in der Hand haben, ist Kazuya mit der UMP, ansonsten zweimal Deagle, dreimal Deagle und einmal die 5-7. Kann natürlich immer gefährlich werden, aber schlussendlich hat hier Epsilon doch ein ganzes Stück mehr, mit dem sie spielen können. Und die Runde, naja, ihr seht es gerade, Freddy, der könnte sich gleich gut und gerne auch Richtung B-Spot auf den Weg machen, wenn der erstmal mitkriegt, dass das offen ist. Ja, dann
wird es sehr schwer. Gut, ganz offen ist es nicht. Crispy sitzt natürlich hier, kann den Kill aber nicht setzen. Trotzdem hat Freddy auf 6 HP runtergeschossen, aber am Ende Draken hier mit dem Kill. Die Doppel-AWP von Epsilon ist dann auch erfolgreich. Ja, und Rest, der macht das gut. Erwischt der Kief auf dem falschen Fuß. Auch Sirson läuft im Grunde nur in den Tod rein. Es sind nur noch Tizian und die UMP in der Mitte. Die könnte, Kazuya könnte zumindest von hinten kommen. Muss aber natürlich da auf die Ava aufpassen. Die kann er sich jetzt holen. Aber Tizian jetzt hier ein bisschen alleine gelassen. Fretib geht nach hinten. Ich glaube, den haben sie noch gar nicht mitgekriegt. Aber dann, ja, ihr habt es gesehen. Disco Doppler kam dann doch nochmal und hat geguckt, was denn da hinten ist. Jetzt ist bekannt, es ist nur Kazuya an der AWP, dass der irgendwo Richtung B-Spot ist. Ja, spätestens jetzt ist bekannt, wo er ist. Nach hinten ist komplett auch schon zugemacht worden. Ich glaube nicht, dass Kazuya hier noch was durchbringen kann. Schöne Flash von Disco Doppler. Die ist wirklich perfekt, saß die. Aber natürlich hat sie ihn auch, war auch klar, dass er da kommt. Ja, guckt euch das an. Ich glaube es einfach nicht. Da ist halt einfach, ich glaube, Barbar war es, durchgejumpt. Am Ende wurde Rest nochmal von seinem Mate mitgenommen. Das ist jetzt wirklich nicht mehr tragisch. Denn Epsilon kann hier auch die beiden Runden durchkaufen. Das ist kein großes Problem mehr für sie, während wir natürlich bei Alternate Attacks im Grunde nur noch die Force Buys sehen werden. Wieder ein Force Buy, da hat man sich anscheinend nicht ganz so gut abgesprochen, denn Keith hat hier komplett runtergekauft, während der Rest es nicht gemacht hat. Jetzt geht es hier auf dem B-Spot, ja gut, gegenher, aber Disco Doppler mit Freddy, die einzigen mit den Kills, die haben aber auch schon Barbar mitgenommen. Zumindest etwas für Alternate Attacks, auch wenn sie da nicht ganz so viel dran dazu beigetragen haben. Es ist nur Sirson, der ist jetzt bekannt mit deiner Faith Deagle. Nun ja, schöner Headshot nochmal gegen Freddy. Weiß auch, dass er da aufpassen muss. Ja, weiß, es sind zwei da und einer im Schacht. Zumindest etwas. Ja, da hat er auch sich mal die Bombe geholt, dass die hier nicht mit der Bombe sich schon lange in den B-Spot zurückgezogen haben. Verstehe ich überhaupt nicht. Oh, oh, Sirson, das war ein bisschen zu viel. Er wusste doch, dass da einer war, dann muss das irgendwie versuchen. Ich glaube, da hat er versucht, irgendwie mit seiner Pistole zu faken oder hat gedacht, er hätte noch eine Flash. Am Ende ist es die Runde für Epsilon, die, wie gesagt, durchkaufen können. Wieder AWP auch bei Draken. Und naja, zumindest ein bisschen was auch bei Attex da. AWP auf Kazuya. Es ist aber eine Glas-AWP. Zumindest auch drei M4s. Kein Kevlar vorhanden. Kief natürlich, der gerade auch runtergekauft hatte. Nur auf der UMP. Es sieht nicht gut aus. Eigentlich muss Alternate Attacks die Runde auch holen. Ansonsten könnte sie eine verlorene Pistol Round gleich schon im Grunde aus dem Game hauen. Ja, aber Res entscheidet es im Grunde alleine, geht da einfach raus, es wurde einmal geflasht, dann raus, Res macht die Kills und auf einmal leben nur noch zwei Disco Doppler. Natürlich, richtig gutes Spiel macht der Junge. Ja gut, vier Spieler momentan, jetzt sind es nur drei Spieler bei Epsilon, waren gerade mit 11 Kills dabei. Ja, also das ist deutlich, 12-3. Das ist nochmal ein ganzes Stück mehr als Epsilon gerade gegen Crowns gezeigt hat. Beziehungsweise ich muss leider sagen, dass es von Attex halt ein ganzes Stück weniger war als das, was wir gerade von den Crowns gesehen haben. Naja, ein paar vereinzelte Runden waren es und dann war es im Grunde auch schon vorbei. Definitiv Epsilon hier stark, immer wieder stärker. Auch wenn Alternate es in einigen Runden, zumindest bis zur Halbzeit der Runde, über die erste Minute oder so, auch immer wieder sich kleine Vorteile ergattern konnte oder es auch immer wieder sehr eng gemacht hat. Am Ende hat Epsilon die Runden geholt. Das ist das Einzige, was zählt, 12-3 hier auf der T-Seite von Cash zu holen. Naja, das gewinnt ihr noch nicht die Map, aber das macht es ein ganzes Stück einfacher, sie wirklich auch mal zu holen. Jetzt muss natürlich Alternate auf jeden Fall auf ihrer T-Seite ein ganzes Stück mehr zeigen, mehr die Kills holen vor allem. Ja, wir sehen ja leider gerade nicht, aber zumindest zwischenzeitlich, Kazuya hatte diese eine sehr gute Runde in, naja,
in den ersten, was waren es, 11 Runden, eine Runde, da hat er 4 Kills gemacht und in den anderen 10 Runden einen einzigen Kill. Das ist halt ein bisschen zu wenig, um wirklich die Runden zu holen. Und daran hat es hier dann auch gehapert, das muss man ganz klar sagen. Wir können nochmal drauf gucken, ihr seht es, alle bei Alternate sind zumindest sehr nah beieinander, da tut sich nicht viel. Tizian momentan führen da mit 9 Kills, die anderen 8 bzw. 7 Kills, aber das ist halt deutlich weniger als auf Epsilons Seite, die alle über 10 Kills haben, die spielen alle richtig gut mit und naja, es fehlt halt ein bisschen was bei Addex. Die versuchen es jetzt über die Main bzw. über die Tür. Ihr seht es, Draken, der schließt halt schon mega viel aus. Das ist im Grunde jetzt schon bekannt, dass es hier auf den A-Spot gehen wird. Ja, spätestens jetzt, da stehen 3 Mann. Ja, Doppelplan, muss hier aufpassen, wird von beiden Seiten angegangen. Draken konnte zumindest nochmal einen Kill machen, Draken mit dem zweiten. Jetzt ist es eine 2 gegen 3 Situation, die Bombe wurde noch nicht gelegt. Das ist jetzt auch das Problem. Ja, sie versuchen es zu pushen, Attacks, und holen da auch die beiden Kills. Und am Ende reicht es doch noch. Der Push hat funktioniert, haben die beiden Spieler am Auto, beziehungsweise die sich da so ein bisschen vorgeschlichen hatten, geholt. Und am Ende auch noch schön den Headshot gegeben. Das war hier aber auch bitter nötig, dass die beiden das noch machen. Und sie waren halt in einer mega schlechten Position, wenn sie hier und hier sind. Und hier ein CT ist und hier 2 Stück. Dann, sobald ein T versucht zu legen, wären die CTs einfach draufgegangen und hätten es entschieden. Dann war die richtige Entscheidung, dagegen zu pushen. Das hätte nicht unbedingt funktionieren dürfen, aber am Ende haben sie die Kills gemacht. Jetzt natürlich gegen den Force-Buy oder Halb-Force-Buy von Epsilon müssen sie gut dastehen. Zumindest Keith fängt schon mal an. Crispy gibt auch einen Headshot. Und ja, Rest kommt da immer nochmal um die Ecken. Aber am Ende trotzdem der Kill für Crispy. Freddy ist hier noch und gibt den Headshot. Richtig schön gemacht. Weiß, dass Keith da ist. Der traut sich da sogar runter. Und ja, Keith hinterher mit der UMP. Wieso nicht? Jetzt leben nur noch 2 Epsilon-Spieler. Ja, aber Disco-Doppler, wieso nicht? Zwar kein Headshot, aber gibt sofort den Hit gegen Kazuya. Das hat gereicht. 2 gegen 3 jetzt nur noch. Mit einem schnellen Kill wäre das natürlich möglich, aber ihr seht es gerade, Keith. Ja, da rechnet Baba natürlich überhaupt nicht mit. Und Disco Doppler, der wird jetzt von beiden Seiten angegangen, beziehungsweise er wird von hinten angegangen. Die restlichen, die anderen beiden Ts, die sind halt immer noch on spot und decken da einfach ab. Und die Frage ist, kann er noch einen Kill holen? Disco Doppler, oh, schöner Headshot und einen Schuss hat er noch. Und nein, den macht er nicht. Schade, schade. Da hätte Disco Doppler nochmal ein ganzes Stück mehr Schaden machen können. Aber auch so mit seinen 2 Kills am Ende nur 2 Ts überlebt. Das sorgt natürlich nicht dafür, dass sie sich hier sehr viel Geld für die nächsten Runden zurücklegen können. Das ist nicht ideal. Aber für Alternate geht es ja jetzt erstmal gegen die Full Eco von Epsilon. Und das sollten sie mit 3 AKs und 2 MAC-10s auf jeden Fall mitnehmen können. Auch ganz wichtig, dass Disco Doppler da nicht instant den Headshot gegeben hat. Trotzdem muss jetzt hier aufgepasst werden. Zumindest 1 gegen 1 wird getauscht. Flash kam noch rein. Am Ende Rest, der den Kill gemacht hat, stirbt aber auch. Und die anderen beiden CDs sind auch bekannt. Baba kann nochmal einen Headshot gegen Tizian setzen. Aber gut, alles nicht ganz so wichtig. Auch wenn da natürlich eine AK schlussendlich nicht recovered werden konnte. Und dafür noch die MAC-10 bei Sursson jetzt weggeschmissen wurde gerade. Erstmal wichtig, dass Alternate Addex hier diese ersten 3 Runden schon mal mitgenommen hat. Und jetzt ist es wichtig, gegen die erste Waffenrunde von Epsilon gut zu stehen. Am besten die auch zu holen und Epsilon direkt wieder in eine Eco zu schicken. Draken wieder an der AWP, genauso wie Keith. Draken Glas AWP, Keith hat sich da ein bisschen mehr leisten können. Ist jetzt natürlich die Frage, wer kann hier schlussendlich den ersten Kill setzen? Und wo, ihr seht es, Richtung B ist relativ wenig los. Die Deutschen machen sich hier eher Richtung Main auf den Weg, haben ein bisschen was in der Mitte natürlich noch. Und es sieht ganz so aus, als würde man hier jetzt so ein bisschen Keith an der AWP natürlich vorschicken. Der soll mal gucken, dass er irgendwo den Kill kriegt mit seiner Sniper King. Zielt da auch schon mal ab. Draken war da ja auch. Wir haben ihn gerade zumindest schießen gehört. Und jetzt Baba.
sieht ganz so aus. Macht er sich da vielleicht hin auf den Weg? Es ist jetzt zumindest durch die Molotows bekannt, dass rechts auf dem Spot, also hinten im Y bzw. NBK, nichts ist. Da geht es jetzt auch durch und die AWP natürlich gerade ohne Kevlar muss da aufpassen. Aber ihr seht es, da wurden die Positionen auch schon ein bisschen verändert. Die AWP rausgenommen, aber baba. Holt einen. Das war's. Das war ganz wichtig, dass er nur einen holen konnte, dass dann der Refrag kam. Jetzt haben sie den Spot unter Kontrolle, gerade mit der AWP, aber Keith verschiebt erstmal. Verschießt noch ein zweites Mal, das sieht man ja auch selten. Und ich glaube, da hat sich Doppler dann gedacht, ja, ein drittes Mal verschießt er auf keinen Fall. Ich verschwind lieber mal. Naja, aber ihr seht es, Kazuya, der hat die ganze Zeit vor B gesessen, wittert jetzt seine große Stunde. Denn es ist zumindest so ein bisschen klar jetzt, dass die CDs da nicht mehr drauf wollen. Jetzt natürlich die Frage, Tizian, ja, keine Chance. Aber Freddy, der muss jetzt auch aufpassen. Da wird er rausgenommen, nicht so ideal, denn Epsilon, die werden kein Geld mehr haben. Für die ist es gerade schlimmer, die Waffen zu verlieren, als für Alternate. Die können, auch obwohl sie drei Waffen verloren haben, schlussendlich noch hier ohne Probleme nachkaufen. Auf der anderen Seite mit drei Waffen durchbringen, hätten sie in dieser Runde natürlich noch eine ganz gefährlichere Runde als das, was es jetzt gerade ist. Aber trotzdem, natürlich mit der AK natürlich und der M4 kann hier gearbeitet werden. Schöne Smoke da von Res. Sieht man auch nicht, aber das ist das zweite Mal heute schon, dass wir so eine Granate sehen. Gerade von Alternate in der Mitte mit einem Molotow und jetzt gerade von Epsilon dann auch. Wieso nicht? Kann man mal machen. Ja, der Chat ist schon ganz gehypt anscheinend. Comeback is real. Alternate hat zumindest hier schon mal alles richtig gemacht. Zumindest wenn sie diese Runde dann auch wirklich mitnehmen. Das wären dann diese ersten 5 Runden, die man sich ganz gut mal mitnehmen kann. Aber noch ist die Runde nicht vorbei. Und gerade mit 2 Rifles wird es auch nicht ganz so einfach für Attacks das Ganze zu holen. Vor allem Doppler, der steht dann natürlich auch wirklich stark. Vor allem, weil wir 3 Mann insgesamt in der Mitte haben. Epsilon hat komplett aufgegeben. Ja, aber die haben es mitgekriegt. Kazuya geht einfach drum vorher. Kief, trotzdem Barbar mit einem. Aber dabei bleibt es auch. Da sind es nur noch Freddy und Res. Die wollen es jetzt hier machen. Und die beiden waren auf dem B-Spot. Res könnte natürlich, beide könnten natürlich einfach sagen, wir bringen die Sachen mal durch. Wollen hier wahrscheinlich, aber zumindest sieht es so aus, als würden sie hier gerade noch gucken, ob sie nicht vielleicht schnell einen Frag kriegen können oder 2. Gerade, gut, Freddy könnte es natürlich auch nochmal versuchen. Er hätte zwar das Kevlar, kann er für nächste Runde gebrauchen, aber diese 650 muss man nicht unbedingt haben. Und dass er die Deagle hat, das wäre natürlich auch nur, naja, ein kleiner Zusatz, es wäre eine Secondary, die ist nicht ganz so wichtig. Res kann hier zumindest die AWP nochmal holen, ist jetzt aber dafür auch bekannt, weiß wahrscheinlich nicht, dass da momentan keiner ist, muss da jetzt aufpassen, holt sich die AWE. Oh Gott, gut, er geht aber weg, wird da in der Mitte also auch nicht mehr geholt, außer er will es nochmal, nein. Relativ erfolgreich dadurch auch für Epsilon. Zumindest, wenn man sich so die Wirtschaft anguckt, AWP, die durchzubringen, ist natürlich für Keith jetzt sehr, sehr teuer. Und ihr seht es, es ist dann bei Keith nur die Glas-AWP, denn für Kevlar reicht es nicht mehr. Gleichzeitig ist es die Doppel-AWP bei Epsilon dafür. Und, naja, das ist natürlich schon was ziemlich Starkes. Trotzdem, Attex hat die ersten 5 Runden am Stück geholt. Das war das, was sie unbedingt brauchten. Oh, Keith mit dem Anschuss, aber das reicht nicht. Disco-Doppler mit dem Headshot. Vorteil jetzt für Epsilon. Und, naja, wenn Epsilon jetzt die Runde holt, dann zwingen sie damit Attex natürlich noch nicht in die Eco. Trotzdem, es sind immer noch 4 Runden, die beide Teams voneinander trennen. Und Alternate, auch wenn sie schon sehr, sehr gut gestartet sind, müssen sie auch im Grunde zwingend erstmal so weitermachen. Ja, und es geht nicht gut weiter. Rankin mit einem Kill wird jetzt schlussendlich rausgenommen, aber auch Rest hat einen gefunden.
Und Rez mit dem zweiten auch noch letzte. Tizian ist da jetzt auch bekannt. Und ja, Rez gibt halt erstmal auch nochmal einen Headshot. Also nicht schlecht. Tizian ist jetzt auch bekannt, dass er unter Heaven ist. Also eigentlich kann er es da nicht überleben. Ihr seht es, Freddy, der springt da einfach rein. Wieso nicht? Epsilon bringt auch zwei AWPs durch. Und ja, natürlich, Alternate kann nochmal kaufen, bis auf Keith, der halt nur die 1400 hatte, weil die AWP dann doch ein bisschen teuer war, die er in der Runde, genau wie du gesagt hast, Bad, einfach so ein bisschen grundlos verloren hat. Naja, und das ist nicht ideal. 13 zu 8 jetzt, wenn die Runde auch verloren wird, dann müsste Alternate entscheiden, ob sie wieder durchgehend in diese Force Buys gehen oder ob sie wirklich auch nochmal kurz vor Ende eine richtige Eco einlegen, was natürlich auch wirklich immer schmerzhaft dann ist, wenn man im Grunde nur mit Glocks und P250s dann dem Gegner zumindest so ein bisschen eine Runde auch schenkt. Trotzdem, erstmal scheint es hier Richtung Mitte gehen zu sollen. Da wurde viel gemollied. Oh, aber da... Oh mein Gott, und Freddy trifft mich. Jetzt darf er eigentlich nicht mehr nachgucken. Oh, und ihr seht es, was passiert, wenn er nicht schnell genug weggeht. Er überlebt es aber noch. Jetzt geht es hier gegen Kurz. Baba mit dem ersten Kill wird dann rausgenommen. Disco-Doppler kann auch nur einen machen. Dann Tizian mit seinem zweiten Kill. Die Bombe kann jetzt gelegt werden. Oh, und da gab es direkt wieder einen schönen Schuss gegen Syrson. Der musste aufpassen, aber die HE. Die HE sitzt. Schön gemacht. Kobe gegen Freddy und auch Rez hat da ein bisschen was von abgekriegt. Trotzdem, es ist eine 3 gegen 2. Oh, der sieht den Fuß. Er sieht den Fuß und er schießt durch. Schön gemacht von Draken. Es ist eine... Ja gut, es ist eine 1 gegen 2 Situation. Zumindest Tizian ist low AP, aber gut, Keith macht es mit der AWP. Diesmal dann ganz sicher. Und Alternate Attacks, die holen sich direkt die Runde zurück. Trotzdem wieder drei Mann verloren. Das bedeutet, man verliert ein bisschen Geld. Natürlich beide müssen hier Waffen legen. Attacks kann natürlich kaufen. Vor allem, naja, Epsilon, die sind eigentlich in der Doppel-Eco. Das sehen wir hier gerade auch so ein bisschen. Gerade Rez hat natürlich durch den Deagle-Buy jetzt gar kein Geld mehr. Auch Barbar wird in der nächsten Runde nicht viel Geld haben. Ist natürlich die Frage. Draken könnte zumindest eine legen. Nächste Runde, da muss man dann gucken. Jetzt wird hier gegen geboostet, aber Keith auch mit dem Anschuss gegen Doplan. Es ist natürlich bekannt, dass da zwei CDs dann auch sind. Und Doplan, ja, wechselt dann nochmal die Seite. Nochmal soll geboostet werden. Syrson will es jetzt machen. In der Mitte ist noch ein bisschen mehr. Und Syrson mit dem ersten Kill kann jetzt da auch ein bisschen ausschließen. Kazuya zielt hier ab, kriegt jetzt Hilfe von Tizian. Oh, aber Freddy mit der Deagle. Schöner Headshot. Trotzdem, Rez wird dann schlussendlich von Crispy geholt. Es ist eine 4 gegen 3 Situation. Aber es ist auch so, dass Draken von hinten kommt. Und momentan scheinen sie das nicht auf dem Schirm zu haben. Also Draken... Draken, den hat man auch noch nicht gesehen. Draken, oh mein Gott, und Disco Doppler. Oh, Draken, eine halbe Sekunde eher und sie hätten ein bisschen mehr draus machen können. Aber gut, trotzdem, Bombe ist down. Er hat die Deagle, Nahkampf. Ja, Keith zielt ab. Keith macht es. Zweite Mal in Folge hier den letzten Frag der Runde gemacht. Und Alternate, die sind zweistellig. Auf der zweiten Seite bisher nur eine einzige Runde abgegeben, dann direkt wiedergeholt. Ganz, ganz wichtig, auch wenn sie immer wieder viele Spieler verlieren. Ihr seht es, es sind im Grunde immer bis auf zweimal haben sie drei Mann verloren. Das sorgt natürlich dafür, dass sie jetzt hier nicht den Krösus machen können. Trotzdem, der Buy ist immer besser als der von Epsilon, die zwar jetzt auch wieder die AWP haben, aber es fehlt an Equipment. Es ist auch eine Farmers dabei. Das ist natürlich ein bisschen schöner bei Alternate. Ja, und Keith, der kommt da in der Mitte gerade noch nicht ganz so gut hoch. Ja, und jetzt warten wir darauf, dass hier in der Runde... Naja, es passiert erstmal nicht ganz so viel. Beide Seiten wissen natürlich, wie wichtig die Runde ist. Ich meine, Epsilon, die können sich nicht erlauben, die Runde zu verlieren. Wenn sie es machen, auch wenn sie im vollen Loser-Bonus sind, müssen sie, höchstwahrscheinlich gehen sie dann in den Pistol Kevlar bei oder sowas, full kaufen, werden sie dann nicht können. Und naja, bei Alternate, die haben halt so viele Mann immer verloren, die
können dann nicht einfach nachkaufen. Tizian wurde jetzt auch rausgenommen, zumindest der Refrag da, aber auch schon viel Damage gemacht gegen Crispy. Sursson hat auch nur die Hälfte HP und es soll Richtung B gehen. Aber ja, Rest überlebt damit 20 HP, da sind jetzt auch 3 CTs, die es halten. Am Ende ist es nur noch Draken auf dem anderen Spot. Es wird zumindest Crispy rausgenommen, aber Fred Deep, der lebt noch, muss jetzt da in die Ecke gucken. Kazuya nimmt ihn sofort raus, ganz, ganz wichtig, Kazuya entscheidet es hier im Grunde. Es ist nur noch Draken gegen 3, da ist dann jetzt die Frage... Kann er es machen? Die Bombe ist durchgekommen. Sie legt defensiv, aber das ist überhaupt kein Problem, wenn man da so zu dritt ist. Draken sollte hier eigentlich nur versuchen, die AWP durchzubringen. Und Alternate, die müssen eigentlich nicht jagen gehen. Natürlich wäre es schön, die AWP rausnehmen zu können. Aber sie müssen natürlich auch selber darauf achten, dass sie einfach selber nicht das Geld haben und immer wieder... der Gefahr ausgesetzt sind, dass wenn sie mal einen verlieren, sie instant im Grunde in eine Eco bzw. in den Force beigehen müssen. Ja, jetzt ist er bekannt. Hat dann nichts getroffen. Nimmt wieder einen raus. Und er überlebt es sogar. Er muss nur sitzen bleiben. Und wieder 3 Mann gestorben bei Alternate Attacks. Am Ende war das nicht mehr ganz so viel. Trotzdem, ihr seht es. Ach, sie sind gar nicht im vollen Loser-Bonus. Was habe ich denn gerade erzählt? Es ist trotzdem hier die Eco, kein Pistol Force bei. War ich gerade noch ein bisschen im Grunde hier, anstatt das mit reinzunehmen. Naja, die Möglichkeit jetzt definitiv da für Alternate die Anschlussrunde zu holen. Rez in der Mitte, schon mega viel Schaden kassiert. Wird jetzt auch geholt. Kazuya, ich meine, mit 7 HP überlebst du da halt nicht unbedingt so gut. Die Runde fängt gut an für Epsilon, aber sie müssen natürlich immer noch aufpassen, denn die AWP auf Draken, die lebt noch. Disco Doppler kann einen rausnehmen, wird aber gerefragt jetzt. Ja, Baba kann vor Tizian auch nicht davonlaufen. 2 noch, im Grunde muss sich Alternate Attacks jetzt nur noch zusammenziehen. Also wir dürfen natürlich schon teilnehmen, wir gewinnen nur nichts. Also wir Caster setzen ja auch unsere Coins und solche Sachen. Zeigen euch das ja normalerweise, wenn denn die Zeit dafür da ist. Aber ja, wir würden halt nichts gewinnen. Selbst wenn wir am Ende im Grunde 100% getippt hätten auf jedes Match oder so. Naja, Draken hier zumindest nochmal mit dem Kill mit seiner AWP. Aber sein Mate Freddy wird auch rausgenommen und ihr seht es, Draken, der will die AWP auch nur noch durchbringen. Und naja, die 12. Runde ist da. Alternate hat sich nach dieser 3:12 ersten Halbzeit schon mal wirklich richtig, richtig gut zurückgekämpft. Haben im Grunde noch so gut wie nichts zugelassen. Die Runden sind auch nicht annähernd so eng oft wie auf der ersten Seite, auch wenn man sagen muss, dass... Alternate immer sehr viele Deaths kassiert. Und ihr seht es ja wieder 3 Mann gestorben. Auch Kazuya muss hier jetzt aufpassen, denn Draken, der lebt immer noch. Und der macht den Kill richtig stark gemacht von Draken. Und naja, die können halt einfach kein Geld aus den Runden mit rausnehmen. Trotzdem dadurch, dass sie hier zumindest auf der T-Seite sind und die Runden immer gewinnen, haben sie... natürlich schon das Geld, aber ihr seht es wird immer so weit runtergekauft. Wenn Alternate hier eine Runde verliert, dann sieht es mit dem Geld gleich nicht gut aus. Und das ist natürlich für Epsilon auch immer die Chance, dass quasi ganz am Ende vielleicht nochmal von Atex von der Nase wegzuschaffen. Und das war eine schöne HE gegen Freddy. Doppel AWP jetzt auch bei Epsilon, die wollen es nochmal genau wissen. Oh, und Disco Doppler macht es halt komplett flash. Das ist halt natürlich das Timing. Ne, du weißt, er war komplett flash. Er wusste, er zielt ganz standard ab, hat eine Millisekunde gewartet und dann abgedrückt. Und naja, er hat halt das Timing gehabt. Und so fängt es gut an für Epsilon diesmal. Aber Tizian holt sich 2 Kills, gleicht es am Ende wieder aus. Tizian macht hier ein wirklich gutes Spiel. Wir sehen ihn auch, 23 Kills, momentan overall Top-Fragger. Insgesamt noch immer ein bisschen weniger Kills auf Alternate-Seite.
Wenn man sich das so anguckt, aber es ist halt schon alles sehr nah beieinander. Jetzt kommt es hier drauf an. Doplan mit der AWP verschießt den ersten, kriegt dann aber. Jetzt ist auch bekannt, dass da die Bombe ist. Wird aber rausgenommen. Damit ist der Spot im Grunde offenbar bar. Schießt da durch, aber er trifft überhaupt nichts mit seinen 30 Schuss. Die Bombe sollte jetzt gleich gelegt werden können. Jetzt kommt es hier auf Draken an. Der hat was gesehen und Draken macht den Kill. Und ja, Sursson, was jetzt? Oh nein! Er hat gedacht, er kriegt den Kill. Oh mein Gott, Sursson, das darf doch nicht wahr sein. Da muss er doch safe drauf gehen. Och, ist das ärgerlich. Und das ist genau das, was ich angesprochen habe. Vor allem, weil weil Sursson das versucht hat, anstatt dass er sich hier hinten hinsetzt und die Bombe legt, weil er weiß, hier ist einer und hier ist einer und die 800 für diese Runde mitnimmt, hat er es versucht, hier durchaus zu schließen. Das war ein super Move eigentlich. Und dann macht er den Kill nicht und geht halt zu früh auf sein Knife, das darf nicht passieren. Und so sieht es jetzt schlecht aus, 14 zu 12, Epsilon kurz vor knapp, scheinen sie es hier nochmal für sich zu retten, denn ich habe es angesprochen, Alternate, die haben runtergeforst, aber es ist nur eine AK dabei, ansonsten der Rest ist nicht mehr ganz so viel. Und das könnte hier gut und gerne die 15. Runde werden, vor allem weil Tizian schon von Draken rausgenommen wurde. Es sieht auch ganz so aus, als wollte Alternate hier hauptsächlich die Bombe legen, denn die ist in der Tür, während hier jetzt der Go kommt, die, ja gut, man sollte vielleicht nicht die AK vorschicken, sondern erst die schnellen, ja, die schnellen Tech-9s und auch Draken hat auf der anderen Seite aufgepasst, 15 zu 12 und es ist jetzt noch ein, noch ein schlechterer bei. Das muss man ganz klar sagen. Keine AK dabei. Zweimal Deagle, dreimal Tech 9. Das könnte es gut und gerne gewesen sein. Epsilon kurz vor knapp scheinen hier das Game doch nochmal in ihre Richtung gedrückt zu haben. Ein 12 zu 3, das ist dann halt schon sehr, sehr viel. Und ja, Baba mit dem ersten Kill, Baba mit dem zweiten Kill. Disco Doppler hat auch zwei gemacht und es ist noch Crispy. Und guckt euch das an, da ist schon, die Mates lieben schon. Was ist das denn? Also das ist ja wirklich eine Schweinerei. Das verstehe ich gar nicht. Das darf einfach nicht sein. Ich meine, dass man dann da mal GG schreibt oder sowas, ist ja eine Sache. Ja, aber dass sie sich dann instant im Grunde sagen, ja, du schaffst das eh nicht. Wir haben keinen Bock mehr, uns das anzugucken. Und im Grunde wie schmollende Kinder vom Server droppen, das muss ganz klar nicht sein, das ist einfach nicht, also das ist